Also, jetzt denn doch Richtung... Was ist das hier? Richtung Funk? Raum. Ich dachte, wir machen erstmal Maintenance, Ach du Scheiße. Ich habe viel zu spät die Granate da gesehen. Lärm ist gefährlich. Du solltest darauf achten, möglichst wenig Geräusche zu verursachen. Ja, die Granate, die da hing, die habe ich zu spät gesehen. Vor allen Dingen ist es ja auch mit so einem roten X markiert gewesen. Okay. Wir gehen mal hier rein. Hey, 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 hey. Ich kann nichts mehr nehmen. Das ist nicht gut. Was habe ich nur im Inventar? Kann ich das rausschmeißen? Geht das? Okay, das war, glaube ich, auch nicht so gut. Egal, wir haben es jetzt gemacht. Ich kann Schub... Nein, wieder 5000 Schubfächer öffnen. 30. Juni 1916 von FWV Delpy an Major Frony, Major Blanchett unter anderem. Seit dem Überfall gestern Abend sitzen etwa 20 deutsche Soldaten bei uns in Gefangenschaft. Sie gehören dem 4. Reservekorps der 2. Armee an. Unsere Zellen sind überfüllt. Ich empfehle, sie schnellstmöglich zu einer der rückwärtigen Sammelstellen abzutransportieren. Mit einer Ausnahme. Der Gefangene 73014 möchte ich hier behalten. Vor seiner Gefangennahme hat er sich alle Hoheits- und Rangabzeichen von der Uniform gerissen, weswegen wir seinen Dienstgrad nicht kennen. Seit seiner Gefangennahme hat er kein einziges Wort gesagt. Ich vermute, dass sich bei ihm um einen Offizier oder eine andere wichtige Person handeln könnte. Ich denke, dass wir seinen Willen brechen können, sobald wir ihn von seinen Männern getrennt haben. Er bitte um Rückmeldung. Ja, muss das? Also... Geht doch. Scheiße. Ich muss gleich mal auf die Uhr schauen. Wie viel haben wir denn noch an Sprit drinne, damit der Generator hält? Kann ich das hier irgendwie Schnelltasten zuweisen? Ich möchte das gerne auf 2 haben. Geht das? Halte bei ausgerüsteter Taschenuhr. Wie kann ich... Achso, habe ich. Okay, okay, haben wir. Dann machen wir hier 3 draus. Und du bist ja eh mit F. Ist ja egal. Was wollte ich jetzt machen? 2. Na, ein bisschen Zeit hätten wir noch. Können wir uns ja noch ein paar Dokumente durchlesen. Von Offizier, Unteroffizier Jobbert an Major Tony Blanchett. Den Pionieren ist in unserem Lagerbereich ein Durchbruch in die alten römischen Tunnel gelungen. Alles ist so, wie wir erwartet haben. Ihre bauliche Substanz ist in Ordnung. Sie sind tief und führen, obwohl ich, was diesen letzten Punkt angeht, offen gestanden skeptisch war, in Richtung der deutschen Linien. Bis September sollten wir so weit sein, dass wir aus den Tunneln heraus einen starken Vorstoß führen können. Vielleicht erwähnenswert, in den Tunneln haben wir Urnen, lateinische Texte und vieles mehr entdeckt. Wir werden unser Bestes tun, einige dieser Funde für die Nachwelt zu bewahren. Weitere Berichte folgen. Okay. Was haben wir hier für ein schönes Foto? Ja. Okay. Okay. Gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen, ja, YOLO gerade unterwegs. Ich gehe, glaube ich, erstmal, warte mal, wie... Ja komm, wir gehen erstmal zurück. Wo ist zurück, ist die Frage. Ah, jetzt ist natürlich hier auch die Maintenance, ne? Also hier geht's ja jetzt runter. Kann ich das Ding hier irgendwie entschärfen? Geht das? Nein. Gut. Gehen wir trotzdem erstmal zurück, um den Generator zu füllen. Aber hier oben, ne? Oder hier rein? Warum ist denn hier jetzt auf einmal alles dunkel? Mach mal hier das Licht an.
Meine Güte. Mach doch nicht so. So. Benzin. Okay, das war Benzin, das Genießer Nummer 1. Okay, also mit der Menge kann ich ungefähr erstmal leben. Oh, das ist auch eine schöne Idee, Melli. Schiebt die Kisten vor die Löcher, vielleicht hält es ja die Ratten etwas auf. Was eigentlich gar nicht so verkehrt. So, jetzt ist die Frage. Maintenance? Kommen wir nicht hin, können wir springen? Oh ja, wir können. Okay. Dann versuchen wir trotzdem nochmal Maintenance hinzubekommen, weil ansonsten hätten wir ja noch die Communications. Das mal gucken, wie weit ist denn die Communications? Oh, ein explosives Fass. Ja, das sollten wir vielleicht nicht nutzen. Storage. Finden wir vielleicht... Nee, okay, hier ist abgeschlossen. So, ich probiere mal das aus, was Melli gesagt hat, als Vorschlag. Wir packen jetzt mal hier so eine Kiste davor. In der Hoffnung, dass diese Kiste denjenigen da drin auffällt. Prison. Okay, hier kommen wir trotzdem nicht rein. Emergency Lockdown. Also wir müssen auf jeden Fall zu Maintenance. Obwohl, nee, müssen wir gar nicht. Ja! Supi! Nee, nee. Jetzt müssen wir irgendwo ein Rad finden. Nein, geh mal. Also diese Geräusche von diesem Viech. Schön ist anders. Okay, wir gehen, wie gesagt, wir gehen erstmal in Maintenance. Weiter rein. Können wir auch hier nochmal kurz gucken gehen, weil hier wurde ja auch explosiver Stuff. Gibt es hier noch irgendwas zu erkunden? Irgendwelche Marken, Informationen, irgendwas? Hier, nimm das Fass. Hier gibt es anscheinend nichts weiter. Oh Gott. Hier komme ich noch nicht rein. So, hier geht's hoch. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Hä? Ach du Scheiße, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite. Okay, wir öffnen jetzt hier so ein paar kleine Geheimgänge. So, ich guck mal, ob ich jetzt hier rüber gesprungen. Das war ein Satz mit X, das ist... Macht's nicht bumm? Da ist jetzt Gas! Klar! Und wir haben natürlich Wir haben natürlich jetzt keine Gasmaske. Lagebericht. Nach Tremblades Tod ist im Bunker das Chaos ausgebrochen. Ich habe die Kontrolle zurückerlangt und den Männern befohlen, Trupps zu bilden. Sie sollen die Bestie jagen und töten. Sie sagen, das sei nicht möglich. Sie sagen, Kugeln könnten die Bestie nicht töten, sondern nur etwas Zeit verschaffen. Das heißt, ich habe eine Waffe, die nichts bringt. Ehe sie noch wütender zurückkehre. Geil. Feiglinge. Könnte eine Aussage von Steven sein. Ey, wirklich. Feiglinge. Ich habe sie wieder losgeschickt. Sie sollen sie jagen und töten. Wenn ihnen das misslingt, droht ihnen etwas Schlimmeres als Krallen in der Dunkelheit. Die werden halt einfach nicht zurückkommen. Das hat ja nichts mit Feiglingen zu tun, aber wenn die Bestie halt, ne, poolsicher ist, dann ist schlecht. Ich habe empfohlen, die Sicherheitsvorkehrungen für die Waffenkammer zu erhöhen. Ab sofort ist neben einem Schlüssel auch eine Zugangskombination erforderlich. Na, wunderbar. Außerdem werde ich die für diese schreckliche Tat Verantwortlichen aufspüren. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten. Für Frankreich!
Okay. Gibt's hier vielleicht... Okay, hier gibt's... Hier ist nichts weiter, ne? Also, ist jetzt da die ganze Zeit Gas? Da ist jetzt die ganze Zeit Gas. Oder? Nee, okay, es ist vorbei. Cool. Was nicht so cool ist, ist... Du kannst Benzin auf den Boden schütten, indem du einen benzinhaltigen Gegenstand ausrüstest und verwendest. Warum sollte ich das machen? Ist noch eine Marke? Nimm die Marke. Leider kein Code. Schade. Maintenance ist auch gelockt. Wie kann ich denn jetzt bitte diesen Emergency Lockdown ausmachen? Dies ist bereits unser vierter offizielles Ersuchen um neuen Wein. Der Keller ist fast leer. Sag her, Franzosen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie die Männer und meine Offiziere reagieren, wenn wir strenger rationieren müssen. So. Ich halte bereits jetzt täglich Beschwerden. Diese Armee funktioniert nur, wenn die Moral stimmt. Und ob die Moral stimmt, hängt davon ab, ob genug Wein vorhanden ist. Aha. In meiner ursprünglichen Anforderung hatte ich um 10 Kisten gebeten. Bisher haben wir 2 erhalten. Kümmern Sie sich darum. Die alten Säufer. Okay. Leck mich. Okay, hier kann ich nichts machen, ne? Also hier ist... Drauf schießen will ich eigentlich nicht. Weil ich glaube nicht, dass wir mit drauf schießen weiterkommen. Und abbrennen bringt ja auch nichts. Weil hier scheint der Benzin schon zu sein. Notabschottung. Wie können... Also dann müssen wir ja doch erstmal zum Funkraum. Verwaltung. Vielleicht aber auch in der Verwaltung. Was ist das hier? Offizierscasino, Infanterie. Gut. Dann schauen wir doch mal... Administration. Können wir hier irgendwo hin? Wo ist die Administration? Hier ist auf jeden Fall die Kommunikationsgeschichte. Ist die Administration... Ach, das ist hier die Administration. Shit. Was war hier drin? Achso, hier war einfach nur... So, nein. Okay. Was wir machen können ist, wir können ja mal hier kurz... das dazwischen bunkern? Ja, das packen wir auch mal dazwischen. Weil wir haben ja noch genug, ne? Genau, wir haben ja noch ein bisschen Benzin haben wir ja noch. So. Gut, dann gehen wir in die Communication. Weil, da kommen, ansonsten geht's ja nicht vorwärts. So, da sind wir nicht weitergekommen. Ach so, ja. Scheiße, wir brauchen ja das Rad für die Communications. Hier ist Prison. Soldier Quartier und Communications. Genau, und da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen erstmal das Rädchen finden. Gibt es auf der Map einen Hinweis, wo wir dieses Rad finden? Zufällig. Hier ist ja Safe Room, ne? Also hier dürfte uns ja eigentlich hoffentlich nichts passieren. So. Mannschaftsquartier. Umkleide. Reinzoomen. Wie kann ich mich bewegen? Ach so, mit den Pfeiltasten. Ach du Scheiße. So, Gefängnis. Verwaltung. Hauptbunker. Medikamenten. Wo könnte sich sowas verstecken? Weil Waffenkammer kommen wir nicht rein. Maintenance kommen wir auch nicht rein. Mannschaftsquartier kommen wir auch nicht rein. In Storage kommen wir auch nicht rein. Prison ist auch nicht möglich. Habt ihr eine Idee? Burn, burn, burn. Burn the ring on fire. Keller. Da, wo der Generator ist, meinst du? Küche, Waschküche.
Okay, warte mal. Wie komme ich denn da denn hin? Offizierscasino. Vorratskammer. Okay, dann müssten wir da lang. Aber vorher machen wir hier nochmal ganz kurz das hier und füllen wir zumindest einen Benzinkanister nach. Nehmen Sie? Aber hier haben wir nichts, ne? Also er hat jetzt hier nichts irgendwie liegen lassen? Zufällig? Nee? Nee? Ist hier irgendwas versteckt? Man weiß es ja nicht. Aber auch nicht? Nee? Nee? Okay. Nichts dabei. Na gut. Dann gehen wir mal Richtung Casino. Wo ist das Casino? War bestimmt hier hoch. Das war hier, ne? Genau. Aber hier ging es nicht weiter. Hier hatten wir den. Das war hier die Speisezimmerkammer gewesen. Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Soldaten sollten kein abgelaufenes Fleisch verzehren. Als Köder für Ratten und andere Schädlinge eignet es sich hingegen hervorragend. Lässt sich werfen. Okay. Gibt es hier vielleicht noch ein Rädchen? Nicht danach aus. Hier irgendwas? Hallo? Nein. Schade. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Es ist aber auch hier unten in diesem Bunker-Ding ist echt nicht schön. Bisschen beklemmt. Achso, hier sind wir jetzt von der anderen Ecke gekommen. Lol. Da ist noch eine Marke. Hier hängt auch noch mal was. Kann ich hier einfach rein? Geht das? Okay, Leute. Da ist mir zu viel Loot drin. Ich wollte gerade die Granate schmeißen. Aber ich habe die ja gar nicht dabei. Also wir gehen uns jetzt erstmal die Granate holen. Wobei, müssen wir uns... Warte mal. Wir müssen doch, glaube ich, gar nicht die Granate holen, oder? Wir können doch bestimmt... Okay. Ich sollte vielleicht doch nicht so viel Lärm machen? Das war eine sehr große Hand. Wir nehmen diesen Stein mit und versuchen die Tür einzuschlagen. Du bist zu laut. Ja, ich weiß, ich bin zu laut, aber bis jetzt hatte ich auch keine Bedenken, leise zu sein, weil bis jetzt habe ich ihn immer nur grummeln hören, aber ihn noch nie gesehen. Also, bis auf das eine Mal mit dem Typen, wo er dann halt so weggezimmert wurde. Wobei ich hätte wahrscheinlich auch hier die Kiste nehmen können. Ist das überhaupt eine Springkiste? Ja, aber alles, was ich mache, ist, wäre jetzt eben halt laut, ne? Also, ist halt blöd. So wie das. Aber anders komme ich hier nicht rein. Mein Inventar. Jawohl. Ich habe mehr Platz. 2068. Okay. Hier ist ein Künstler. 15. Mai 1916. Von Schzlaru. An Major Dürrt.
Ich lege hier schriftlich nieder, was ich meinen beiden direkten Vorgesetzten gemeldet habe. Gestern Abend wurde ich den Pionieren zugeteilt, um ihnen beim Kartieren der römischen Tunnel zu helfen. Als ich den tiefsten Bereich der Tunnel betrat, bemerkte ich, dass eine seltsame, leuchtende Flüssigkeit aus den Wänden zickerte. Als ich mich umdrehte, waren die Wände der Tunnel plötzlich verschwunden und ich stand auf einer stockfinsteren Ebene. In der Ferne sah ich ein schwaches Licht. Es schien mich zu rufen. Zwischen ihm und mir bewegten sich missgestaltete Schatten. Als ich blinzelte, war es verschwunden. Ich stand wieder im Tunnel, obwohl alles im Bruchteil einer Sekunde vorbei war. Bin ich überzeugt davon, dass es sich nicht um einen Tagetraum gehandelt hat. Das war real. Seit jedem Erlebnis fühle ich mich verfolgt, als würde ein Teil von mir noch immer in den Tunneln festhängen. Immer wieder bewegen sich Schatten an den Rändern meines Sichtfeldes. Ich bitte förmlich um Abzug von der Front aus medizinischen Gründen. Bitte helfen Sie mir. Lass mich raten. Dir wurde leider nicht geholfen. Ansonsten würdest du jetzt hier, glaube ich, nicht einfach so liegen. Das ist echt schade. Jetzt ernsthaft, ich hätte hier einfach auch Sneak Peek-mäßig durchrennen. Also. Nee, da macht man erstmal. Da macht man erstmal Lärm. Ist halt. Ist, ne, ist ja. Ja. Hier war ich schon. Also mache ich jetzt die Tür auch kaputt mit dem Stein? Eine Option wäre es ja. Komm, wir probieren es. Weil ich brauche ja irgendwo ein Rad her. Also. Ne. Ich finde aber das cool, dass du halt die Möglichkeit hast, wirklich verschlossene Türen so zu öffnen. Finde ich eigentlich ganz nice. Reynard, ich will, dass Sie nachts persönlich für Sicherheit in den Tunneln sorgen. In den letzten zwei Nächten war jemand in den Quartieren unterwegs, obwohl keine Patrouillen angesetzt waren. Ich toleriere keine weiteren Sabotageakte. Machen Sie die Lease ausfindig, falls eine Notabschottung notwendig wird. Er verwahrt die dafür notwendigen Räder in der Umkleide. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wo wir hin müssen. Richtung Umkleide. Das heißt jetzt aber für mich, wo ist jetzt die beschissene Umkleide? Soundzettel. 6. Juni 1916. Ich will einige Worte zu Ihrer Untersuchung der Tunnelsabotage verlieren. Ihre Annahmen sind richtig. Schnappen Sie sich zuerst jene, die diese Gerüchte über Magie und Teufelei in den Tunnel verbreiten. Sie haben offensichtlich bereits seit Wochen über Sabotageakte nachgesonnen. Greifen Sie auf alle notwendigen Mittel zurück, um ihnen Geständnisse zu entlocken. Dieser Verrat darf nicht ungesühnt bleiben. Alter. Also, bei euch geht's auf jeden Fall hier ab, Freunde. Umkleide. Wo sind denn jetzt die Umkleiden? Ich geh mal ganz kurz hier auf die Uhr. Ach du Scheiße. Wir haben gar nicht mehr so viel Benzin. Und das könnte ein Problem werden. Das könnte wirklich ein großes Problem werden, wenn das hier alles dunkel wird. Hier waren wir doch schon, ne? Ich muss mir mal versuchen zu merken, dass wenn ich hier drinne bin, oder drinne war, weg, einfach die Schubladen offen zu lassen. Einfach für mich als Marker, dass ich hier schon war. So, Nacht. Gerade eben habe ich ein seltsames Kratzen gehört und es klingt es so, als würde jemand auf dem Flur herumrennen. Vermutlich Reynard, der sich den Wein hinter die Binde kippt, gekippt hat, den er vor uns versteckt. Ich sollte ihn zur Rede stellen und entweder ins Bett bringen, damit er seinen Rausch ausschlafen kann, oder ihn davon überzeugen, ein oder zwei Flaschen mit mir zu teilen. 15. Juli 1916. Wir alle haben eine Heidenangst.
Ponir hat die Männer eingeschüchtert, um ihnen Antworten zu entlocken. Sie sagen, bis Reynard geschrien habe, hätten sie geschlafen. Ich glaube ihnen natürlich. Ponir hat sogar behauptet, Gefangener 73014 habe sich aus seiner Zelle gestohlen und den Mord begann. Dabei ist das unmöglich. Ich mache mir Sorgen um Ponir. Hinter seinem Zorn verbirgt sich Angst. Er lässt ihn an den Männern aus und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn davon abhalten soll. Die Verachtung wächst. Wieder muss ich an den Augenblick denken, als Reynard losgeschrien hat. Es hätte auch mich treffen können. Und diese Gefahr besteht auch weiterhin. Zum ersten Mal wünsche ich mir einen Angriffsbefehl herbei. Ich würde mich eher 1000 Deutschen gewehren, als diesen namenlosen Bedrohung stellen. Alter, okay. Das ist meine Ansage. So, Administration. Wir müssen Richtung Administration gehen. Nein, das ist die Infanterie. Hier geht's in die Administration. So, jetzt haben wir aber eigentlich halt, wie gesagt, ein großes Problem. Storage. Okay, dadurch, dass wir ja alles kaputt machen können. Scheiße, ich habe keinen Stein mehr hier. Habe ich hier noch einen Stein? Irgendwas Schweres? Okay, komm, wir nehmen den Stuhl. Mal gucken, ob der Stuhl auch bei euch reicht. Falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Nee, falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Reicht natürlich nicht aus. Warte mal. Lol. Kann ich hier irgendwas machen? Ich habe kaum noch Benzin. Das ist richtig scheiße. Mach mal auf hier. Nein, 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 nein. Wir machen Licht ganz schnell wieder an. Ganz schnell machen wir das Licht hier wieder an. Wo sind wir denn hier? Okay. Grenades. Wieso ist denn mein Inventar jetzt wieder voll? Verdammt. Warte mal, kann ich das hier einfach mal nehmen und wegschmeißen? Das ist mir eigentlich ein Herz. Okay, vielleicht war das nicht so gut. Okay, wir müssen erstmal... Was ist das denn? Nee, wir brauchen Benzin. Also ich brauche erstmal Benzin. Ich muss irgendwo noch eine Ladung Benzin hier finden. Notiz. Munition! Granaten! Noch mehr Munition! Dem geht's nicht mehr so gut. Eine Gasmaske! Warte mal, wir haben doch irgendeine Kombination haben wir doch. Von... J. Dilizzles. Da, von dem da. Guck mal da. Gut, dass ich mir die gemerkt habe, die Kombination. 2068. Also 2. 0. 6. 8. Wuhu! Aber dann haben wir jetzt wenigstens ein Rädchen. Okay. Und hier haben die irgendwas entfernt. Ich würde mich aber über Benzin ganz dolle freuen. Freunde, ganz, ganz doll. Das ist kein Benzinkanister, schade. Das wäre schon ein Träumchen. Was bist du denn? Was? Was ist... Ist das Munition? Nicht für meinen Revolver. Schade. Ich hab keinen. Gasolina. Könnte ich dich mitnehmen? Abfüllen? Nutzen? Irgendwie? Ey, jetzt bin ich hier und hab hier nichts. Wirklich kein... Nicht ein Kanister? Warum denn nicht? Ey, das ist echt nicht schön. Okay, dann müssen wir ganz schnell dahin, wo wir das Rädchen brauchen. Oh, zum Glück ist er gleich hier vorne. Sehr gut. Achso. Ja, okay. Aber vielleicht finden wir ja in dem Maintenance Room
fuck. Benzin. Okay, vielleicht finden wir auch im Prison Benzin. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein ernsthaftes Problem, Freunde. Ich wollte gerade sagen, jetzt hängt mein Spiel. Was ist hier los? Gibt's hier nicht einen Benzinkanister? Nicht ein einziger? Komm. Oh, jetzt wird's unangenehm. Sprengfalle. Bitte, oh, hier Benzin. Warum habe ich jetzt den Stofffetzen genommen? Ich will nicht den Stofffetzen nehmen. Scheiße. Okay, wir gehen wieder zurück. Das ist jetzt problematisch. Also, jetzt ernsthaft, das ist nicht gut.